Maria. Maria erstieg als erste den sanften Hügel. Vor ihr lag eine weite, ehemalige Ackerfläche. Man konnte noch sehen, dass hier einmal von Menschenhand eingegriffen worden war, aber bald würde das hier ein Wald sein, dachte sie. Sie blieb neben einem dürren, windschiefen Baum stehen, um zu verschnaufen, und ließ die anderen an sich vorbeiziehen. Rolf und René waren dicht hinter ihr gelaufen. René stellte hin und wieder Fragen an den größeren und älteren Mann, der ziemlich einsilbig antwortete. Dennoch hatte Maria nicht das Gefühl, dass sich Rolf an den Fragen störte. Es war einfach seine Art. Die anderen folgten dicht auf. Sie passierten Maria einer nach dem anderen. Miriam und Richard. Greta und Daniela halfen Marianne. Dann kamen Lennart, Stefanie und Julian. Der letzte, der an ihr vorbeiging, war Huber. Ein paar von ihnen hatten Rolfs Angebot angenommen und Koffeintabletten oder etwas von den anderen Pillen genommen. Sie wirkten in der Tat energiegeladen, aber wenn sie genauer hinsah, fiel Maria ein falscher, fieberartiger Glanz auf, der in ihren Augen zum Vorschein kam. Spiel auf Zeit. Gerade als sie Huber folgen wollte, blieb er stehen und drehte sich zu ihr um. »Du bist eine dreckige kleine Nutte. Ich bin echt froh, wenn das hier bald vorbei ist und ich nichts mehr mit dir zu tun haben muss. Ekelhafte Drecksfotze.« Maria sagte nichts dazu. Zum einen, weil ihr die Worte fehlten. Hatte dieser undankbare Idiot denn nichts anderes im Sinn, als ihr Vorhaltungen zu machen? In einer Situation wie dieser? Zum anderen, und es fiel ihr schwer, sich diese Tatsache einzugestehen, wollte sie keine Szene machen, der Einigkeit innerhalb der kleinen Gruppe wegen, aber auch, weil sie nicht wollte, dass Rolf schlecht von ihr dachte. Sie ärgerte sich über sich selbst. Es wird ihn kaum interessieren, was ich getan habe, um am Leben zu bleiben, oder? Er hatte schon früher mit solchen Leuten wie ihren Entführern zu tun gehabt. Er hatte ihnen sogar einen Namen gegeben. Degenerierte nannte er sie. Er musste doch davon ausgehen, dass sie alle benutzt worden waren, oder? Es musste nicht sein, dass er unter die Nase gerieben bekam, dass sie sich Vorteile verschafft hat, indem sie die Beine breit machte. Nicht nur mir, ergänzte sie innerlich, nicht nur mir. Vielleicht würde er sie dann als weniger rettenswert betrachten. Maria war sich darüber im Klaren, dass sie vermutlich an einer Art falscher Heldenverehrung litt, was ihren Retter anging, aber das verhinderte nicht, dass sie sich für ihr Tun tatsächlich etwas schämte. »Das bringt dich aber nicht weiter, blöde Kuh.« Bilder drängten sich ihr auf. Bilder von dreckigen Schwänzen und Fingern und Händen, die sie betatschten und ihr Fleisch drückten und rieben. Sie wurde feucht, ohne dass sie etwas dagegen tun konnte. Kein Wunder. So hatte sie es sich antrainiert. Selbst schuld. Ob sie diesen Mechanismus jemals aus dem Kopf bekommen würde? Aber sie konnte ja nichts dafür. Und Huber, dieses Arschloch, hatte nicht das Recht, über sie zu urteilen. Und dass sie den Großen angebrüllt hatte, die Verletzten einfach liegen zu lassen, das hatte ihnen allen vermutlich das Leben gerettet. Ihnen allen, ja, auch Huber. Hätte sie nicht darauf bestanden, dann hätten die Degenerierten sie schon längst eingeholt. Da war Maria sich sicher. Ich habe alles richtig gemacht. Aber tief in ihr war etwas von Hubers Worten zurückgeblieben. Es hatte sich in ihrem Kopf eingenistet, weit hinten. Es wuchs dort, das spürte sie, und sie konnte nichts dagegen tun. Sie ging weiter. Ihr Blick bohrte sich in Hubers Rücken. »Dich haben sie nicht oft genug gefickt, was?« Dann zwang sie sich, nicht mehr an die Sache zu denken und schloss zu Rolf und René auf. Ein paar Minuten später hatten sie die Ackerfläche überquert und Rolf führte sie schnurstracks in ein Waldgebiet hinein. Die Nadelbäume, die sich unter der schmelzenden Schneelast beugten, standen sehr regelmäßig, was die Vermutung nahelegte, dass diese Waldgegend einmal von Menschenhand geplant worden war, vermutlich im Rahmen einer Aufforstungsmaßnahme. Sie wandte sich an Rolf. »Bist du sicher, dass es eine gute Idee ist? Warum führst du uns hier rein?« »Denk nach, dann kommst du von selbst drauf«, antwortete er brummig, schwieg für eine Sekunde und ergänzte dann: »Sorry,
Ich hatte schon lange keine Gesellschaft mehr. Mein Benehmen hat etwas gelitten, fürchte ich. Zum einen können wir hier nicht so schnell gesehen werden, und zum anderen hängen die Äste so tief, dass diese Penner von ihren Gäulen runter müssen und somit langsamer vorankommen werden. Verstehe, du hast recht. Hätte ich selbst drauf kommen können. Eine halbe Stunde stapften sie weiter durch den Schnee, so lange, bis die Schwächsten von ihnen, Marianne und Stephanie, begannen zurückzubleiben. Rolf bemerkte es, als er einen Kontrollblick nach hinten warf, drehte um und ging zu ihnen. Er wird sie schon wieder zum Weitergehen motivieren, dachte Maria und versuchte mit Blicken tiefer in den vor ihnen liegenden Wald einzudringen. War das ein Zaun? Sie sah genauer hin. Ihr erster Eindruck bestätigte sich. Ein mindestens 3 Meter hoher, stacheldrahtbewehrter Zaun erstreckte sich von links nach rechts über ihr gesamtes Blickfeld. Scheiße. Rolf? Rolf! Wir kommen hier nicht weiter, glaube ich. Da ist ein Zaun und... Dann verstummte sie. Wer sagte denn, dass man die Dinge als gegeben nehmen musste? Das Hindernis bestand nur aus ein paar gespannten Drähten, verdammt nochmal. René, der neben ihr stehen geblieben war, schien denselben Gedanken gedacht zu haben wie sie. Etwas umständlich zerrte er sich die Sporttasche von den Schultern, die er sich nach ihrer ersten Rast ausgesucht hatte. Ah, hier ist Werkzeug drin, glaube ich. Den Zaun kriegen wir schon klein. Er schenkte ihr ein Lächeln und es ging ihr etwas besser. Rolf hatte die beiden Zurückgebliebenen irgendwie wieder fit bekommen und die Gruppe enger zusammengebracht. Wie ein Schäferhund. Sie musste lachen, und als sie Renés irritierten Gesichtsausdruck sah, lachte sie noch mehr. René und Maria machten sich an die Arbeit und zerschnitten die Maschen und den Stacheldraht mit Eifer, aber dennoch methodisch. Einige Meter weiter, an einem der Pfosten, die den Zaun aufrecht hielten, befand sich ein Schild. Weder René, Rolf noch Maria fiel es auf, und auch keiner der anderen nahm es wahr. Milan. Seid vorsichtig, wenn ihr da reingeht, hört ihr? Wies Milan seine beiden Scouts an, die ihre Rolle inzwischen mit Begeisterung spielten. Ja, feine kleine Jagdhunde seid ihr. Alle anderen, ausschwärmen und die Umgebung sichern. Ich will wissen, in welche Richtung sie von hier aus weggegangen sind. Milan sah zu, wie seine Späher von ihren Pferden stiegen und in dem Haus verschwanden, dessen westliche Hälfte in Trümmern lag. Auch die anderen taten, was er befohlen hatte. Er selbst sah für einen kurzen Moment in den trüben Morgenhimmel hinauf, stellte fest, dass es etwas aufklarte und wartete dann ab. Es dauerte nicht lange, bis die beiden Scouts als erste und bald nach ihnen die anderen wieder zu ihm zurückkamen. Im Haus, so berichteten die Scouts, hatte der Geist 2 weitere Sprengfallen angebracht, die die jetzt übervorsichtigen Männer allerdings glücklicherweise entdeckt hatten, anstatt direkt in sie hineinzustolpern. Milan fühlte sich versucht, Anweisungen zu geben, die Sprengkörper mitzunehmen. Allerdings würde das gegen die Kardinalsgebote verstoßen. Und außerdem war es zu gefährlich, an ihnen herumzumanipulieren, wenn man nicht genau wusste, wie sie funktionierten. Was glaubt ihr? Wie lange waren sie hier? Wie nah sind wir an ihnen dran? Wandte sich Milan an seine beiden Scouts. Sie setzten gleichzeitig zu einer Antwort an, aber als Rico eine Winzigkeit schneller sprach als der dunkelhaarige Franz, verstummte dieser. Also, in einem Raum war es noch ziemlich warm und einer war vollgeschissen. Ich denke nicht, dass sie besonders weit weg sind. Da waren auch 2 leere Gasbrenner. Ich nehme an, dass sie nur etwas ausgeruht haben und dann ziemlich schnell weitergezogen sind. Einer der Stolperdrähte war im Hausflur gespannt, der andere auf der Kellertreppe. Den letzten Satz hatte der Späher mit einer Anwandlung von Stolz und etwas atemlos herausgepresst. Und Milan gönnte ihm seinen winzigen Triumph. Los, lobe das Hündchen. Gut, sehr gut, Rico. Okay, wir rasten noch 10 Minuten und dann holen wir sie uns. Esst etwas, trinkt etwas und dann macht euch bereit. Milan genehmigte sich noch ein Stück Zunge. Dann fiel ihm ein, dass er noch etwas anderes von Viktor bei sich hatte. Das Gift, das er benutzt hat, um seinen Pfeilen ihre letale Nachwirkung zu verleihen.
Milan steckte die Zunge zurück in die Hundehaut und holte die Plastikdose mit der ekelhaft riechenden, harzigen Substanz heraus. Einen seiner Pfeile nach dem anderen drückte er hinein. Es haftete nicht so gut an den Spitzen wie die klebrige Beschaffenheit der Masse Milan hatte vermuten lassen. Vermutlich muss man es erwärmen, damit es besser klebt, dachte er, aber ich denke, es wird auch so gehen. Als er alle seine Geschosse auf diese Weise behandelt hatte, winkte er einen seiner Leute herbei und drückte ihm die Dose in die Hand. »Lasst sie rumgehen, solange bis sie leer ist. Wir werden kein Risiko eingehen und jeden Vorteil nutzen, der sich uns bietet.« Der angesprochene Mann nickte beflissen und Milan sah mit ausdruckslosem Gesicht zu, wie seine Leute den Befehl befolgten. So wie das Zeug stank, musste es sich um ein Naturprodukt handeln, und damit war es konform mit den Geboten des Kardinals. Die Tatsache allerdings, dass Victor eine Plastikdose verwendet hatte, um es aufzubewahren, zeigte nur allzu deutlich dessen Schwäche. Ein Tiegel aus Ton oder ein ausgehöhlter Ast wären dem Kardinal wohl lieber gewesen, aber gut. Milan konnte schließlich nichts dafür, dass Victor ein unwürdiger Wurm gewesen war. Als es erledigt war, trieb er seine Leute zur Eile an. Milan ritt hinter seinen beiden Scouts an der Spitze seines Haupttrupps, als sie den Spuren über das verwilderte Feld folgten und auf die Waldgrenze zuhielten. Als sie die erste Baumreihe erreichten, ließ er anhalten. Innerlich fluchte er. Der Vorteil, den die Pferde ihnen bisher verschafft hatten, war im Wald dahin. Noch dazu kam, dass... »Alle absteigen! Zwei Mann bleiben mit den Tieren hier. Der Rest kommt mit mir mit. Wir halten uns seitlich zu den Fußspuren. Achtet auf diese verdammten Sprengfallen. Sobald ihr seht, dass sich eine einzelne Person von der Hauptgruppe entfernt hat, seid besonders vorsichtig. Kann sein, dass sich nur jemand erleichtern wollte. Kann aber auch sein, dass jemand auf der Lauer liegt und will, dass wir an ihm vorbeimarschieren, damit er uns in den Rücken fallen kann. Oder aber es war dieser verfluchte Dreckskerl, der einen seiner Drähte gespannt hat. Für eine Sekunde musterte Mila noch den Wald vor sich. Dann beschloss er, seine Jagdgruppe aufzuteilen. Eine Hälfte würde rechts neben den Fußspuren des Geistes und seiner erbärmlichen Truppe durch den Wald streifen, die andere auf der linken Seite. Rolf. Der Wald würde ihnen helfen, den Abstand zwischen sich und ihren Verfolgern konstant zu halten. Immer wieder hatten sie Forstwege und einmal auch eine Landstraße überquert, die ihren Weg mehr oder weniger rechtwinklig kreuzten und auf diese Weise den Wald zerschnitten. Jedes Mal hatte Rolf sich unwohl gefühlt, mit einem Mal wieder so exponiert zu sein, aber anders ging es eben nicht. In dieser Hinsicht war Rolf ganz zufrieden mit seinen Entscheidungen, aber er wusste genau, dass es keine dauerhafte Option war, einfach immer weiter zu fliehen. Die Leute, die er befreit hatte, waren kurz vorm Umfallen, und auch er selbst spürte die Anstrengungen der letzten Nacht mehr als deutlich. Sie würden bald richtig rasten müssen, überlegte er, während er das Verlangen seines Körpers nach noch mehr Aufputschmitteln ignorierte. Man traf schlechte Entscheidungen, wenn man high war. Er glaubte, dass sie sich gerade irgendwo zwischen Rosbach und Wehrheim befanden. Im Grunde wäre es keine schlechte Idee, sich zu verstreuen, sich irgendwo in diesem Wald zu verschanzen, falsche Spuren zu legen. Immerhin bestand so die Möglichkeit, dass sie sie schlicht und einfach übersehen würden. Aber nein, das war zu unkontrollierbar. Zu unkontrollierbar und zu naiv. Sie waren widerliche Kreaturen, aber keine Idioten. Schon gar nicht, was Menschenjagden anging. Was also dann? Immer weiter, bis sie auf eine Gemeinde treffen würden, die den Degenerierten widerstehen und ihnen Schutz bieten könnte? Was wäre das Resultat eines solchen Handelns? Über kurz oder lang würde diese Gemeinde, die sie ja noch nicht einmal gefunden hatten, doch genauso überrannt werden wie der Bahnhof. Und er wäre es dann gewesen, der die Decks überhaupt erst zu ihr geführt hätte. Nein.
Zuerst musste es ihnen irgendwie gelingen, ihre Jäger abzuschütteln. Eine andere Option wäre es, ihren Verfolgern eine Falle zu stellen und sie bis auf den letzten Mann und die letzte Frau zu töten. Dazu allerdings mussten sie ausgeruht sein und... Über was denkst du nach? Rolf sah nach links. Die Kleine lief neben ihm und duckte sich gerade unter einem Ast weg. Unsere Möglichkeiten. Weiter oder rasten. Wenn rasten, dann wo? Über solche Dinge denke ich nach. Eine Minute lang liefen sie weiter. Maria hatte nichts geantwortet, aber er konnte sehen, wie sie nachdachte. Immerhin versuchte sie, einen Beitrag zu leisten. Anders als die anderen, wenn man René, der sich stets dicht neben Maria hielt, außen vor lassen wollte. Die anderen taten schlicht und einfach nur, was man ihnen sagte. Rolf fragte sich, was sie tun würden, wenn er nicht da wäre. Sich einfach auf den Boden setzen und warten, dass sie sterben? Nein, er war ungerecht. Seit er sie ausgerüstet hatte, hatte er bei verschiedenen Gelegenheiten beobachten können, wie einige versonnen auf ihre Waffen gestarrt und sie in ihren knochigen Händen gedreht hatten. Rolf hatte geglaubt, einen Hauch von Rachegelüsten in diesem oder jenem Augenpaar zu sehen. Das war gut, redete er sich ein, auch wenn ihnen der finale Impuls noch fehlte. Es waren noch einige Schritte in ihren Köpfen zu tun, und es würde noch eine ganze Weile dauern, bis diese Menschen so weit wären, dass sie ihren eigenen Willen vollständig wiederentdeckt haben würden. Kaum hatte Rolf diese Gedanken in seinem Kopf ausformuliert, da blieb Maria stehen und zeigte nach vorn. Da hinten. Was ist das? Rolf fand ihre scharfen Augen bemerkenswert. Es war auch Maria gewesen, die als erste den Zaun entdeckt hatte. Keine Ahnung. Gehen wir hin und sehen nach. Das, was weißlich und hell durch die Bäume schimmerte, stellte sich als die oberste von ungefähr 10 Terrassen eines etwa 200 Meter breiten Steinbruches heraus. Er erstreckte sich vor ihnen wie eine verknöcherte Wunde. Sollen wir ihn umgehen? Ja, nach Osten, antwortete Rolf auf Marias Frage und neigte den Kopf kurz nach rechts, um seine Anweisung zu verdeutlichen. Gibt es in einem Steinbruch nicht auch oft irgendwelche Gebäude? Was wäre, wenn wir uns in einem von ihnen verschanzen? Wir teilen Wachen ein und ruhen uns aus. Es ist noch zu früh dafür. Es ist noch nicht einmal Mittag und... Rolf brach seine Antwort ab. Konnte es nicht sein, dass ich ihnen hier eine gute Gelegenheit bot? Nicht um zu rasten, sondern um ihren Verfolgern einen Empfang zu bereiten, der sich gewaschen hatte. Vielleicht gab es dort unten sogar noch ein funktionstüchtiges Fahrzeug. Eines, das sie alle transportieren konnte. Einen Kipplaster oder sowas. In der Stadt war er noch davon ausgegangen, 30 bis 40 Menschen zu befreien. Da hätte es schon ein Linienbus oder so etwas sein müssen. Der Reiterangriff und der folgende Pfeilhagel hatten das geändert. Davon abgesehen hatte er nicht damit gerechnet, es mit mehr als nur den paar degenerierten Wachen zu tun zu bekommen, die im Haus geblieben waren. Aber jetzt, mit einer großen Meute tollwütiger Hunde auf den Fersen, es war einen Versuch wert. Okay, vergiss, was ich gerade gesagt habe. Wir gehen hin. Rolf wollte vermeiden, dass sie sich Hoffnungen auf eine ausgedehnte Pause machten, und erklärte ihnen, dass er glaubte, dass sie auf dem Gelände des Steinbruches irgendwo ein geeignetes Fahrzeug finden würden, das erstens noch irgendwie zum Laufen zu bekommen war und zweitens genug Sprit im Tank hatte, um wenigstens ein paar zusätzliche Kilometer zwischen sich und ihre Verfolger zu bringen. Meinst du wirklich? René zweifelte an den Erfolgsaussichten von Rolfs Vorhaben. Zu Recht, dachte Rolf und sagte, ja, natürlich. Sie erreichten die Verwaltungsgebäude des Steinbruchs ohne nennenswerte Schwierigkeiten. Lediglich Huber stolperte, als ein loser Stein unter seinem Fuß wegbrach und René ging, um ihm zu helfen. Rolf bemerkte, dass es Maria nicht besonders zu gefallen schien, die beiden zusammen zu sehen. Immer wieder drehte sie sich mit verkniffenem Gesicht zu ihnen um und sah dann schnell wieder weg.
Vorsichtig bewegten sie sich zwischen den zweckmäßigen Gebäuden hindurch, deren Anordnung eine Art offenen Innenhof ergab, an den sich nach Westen hin zwei einander gegenüberliegende längliche Baracken anschlossen. Rolf schickte René los, um die niedrige, langgezogene Schuppengasse zu durchsuchen. Er hatte gehofft, dass er ihn so von Huber losbekommen konnte, doch dieser hatte sich seinen Fuß wohl doch nicht so schlimm verknackst wie anfangs angenommen und ging mit ihm mit. Ja, ich hab's immerhin versucht. Rolf wandte sich an Maria und die anderen. Bleibt hier, ruht euch einen Moment aus. Ich geh mal hoch aufs Dach und versuche einen besseren Überblick zu bekommen. Er deutete auf das nördlichere der beiden Verwaltungsgebäude. Im Moment haben wir hier Blickschutz nach Norden und Süden, René und Huber sicher nach Westen. Wer ist fit genug, um nach Osten zu sichern? Niemand? Maria? Sie nickte knapp und ging los, die matschige Straße entlang, die zum eigentlichen Steinbruch führte. Rolf ließ seinen Blick noch einmal über die Menschen gleiten, die er gerettet hatte. Gerettet? Hab ich das wirklich? Hab ich es für sie getan oder für mich? Zwei von ihnen, er glaubte, dass es Lennart und Julian waren, so genau hatte er sich ihre Namen nicht gemerkt, sahen ihn an, so als wollten sie etwas sagen, während die anderen damit beschäftigt waren, ihre Lasten abzulegen und Essen und einige der kleinen Plastikflaschen mit Wasser hervorzukramen, die er auf die Taschen verteilt hatte, noch bevor er losgezogen war, um sie zu befreien. Rolf erwiderte ihre Blicke freundlich. Ja? Julian senkte den Blick und sah weg. Lennart hingegen flüsterte beinahe, als er sagte, »Trau der kleinen Schlampe nicht, seh.« Lennarts Stimme brach ab und er verstummte ganz, als die Frau, die alte Marianne, die neben ihm saß, ihm einen unsanften Stoß in die Rippen verpasste. Rolf legte den Kopf schief und sah Lennart für ein, zwei Sekunden direkt in die Augen, aber der entzog sich dem Blick und blieb stumm. »Auch gut.« Wenn es etwas zu sagen gibt, dann sagt es, aber eines vorneweg, wir stecken hier zusammen drin, also sollten wir auch zusammenhalten. Ich weiß nicht, was ihr im Einzelnen alles habt erdulden müssen, aber ich weiß, was diese Schweine ihren Gefangenen antun. Wir können es uns nicht leisten, uns gegenseitig fertig zu machen. Ist doch so schwer genug. Erneut machte er eine Pause und sah einen nach dem anderen an. Ich gehe jetzt nach oben und schaue mich um. Wenn ich wiederkomme, gehen wir weiter. Nutzt die Zeit. Rolf ging. Jetzt alleine mit seinen Gedanken und weg von den Menschen, vor denen er Stärke zeigen musste, um ihnen ein Beispiel zu sein und um ihnen Mut zu geben, gestand er sich ein, dass auch er, der nicht hatte hungern müssen, bald am Ende seiner Kräfte angelangt sein würde. Es fiel ihm nicht gerade leicht, die stählerne Gittertreppe, die sich an der Außenwand des Verwaltungsgebäudes nach oben schlängelte, zu erklimmen. Schließlich kam er dennoch auf dem Flachdach an. Die Wellblechlagen, die dessen Oberfläche bildeten, wirkten nicht sehr vertrauenserweckend auf Rolf, und er hielt sich dicht über dem Gerippe aus Stahlträgern, das die Wellbleche trug und das hier und da durch Lücken im Dach zu erkennen war. Hier, in der Nähe der Verwaltung, war kein Fahrzeug gewesen. Nicht mal ein PKW oder ein Motorrad. Weiter hinten, in Richtung Nordost, erkannte Rolf die skelettartigen Umrisse einer Brecheranlage mit Förderbändern. Wenn irgendwo ein LKW herumstehen würde, dann dort. Sehen konnte er allerdings keinen. Scheiße. Mit wachsender Enttäuschung suchte Rolf Quadratmeter um Quadratmeter ab. Was ist das da? Irgendetwas stimmte nicht an der Art, wie sich der Steinbruch ihm präsentierte. Rolf kam nicht sofort darauf, was ihn am Gesamtbild störte. Erst nach einer Minute erkannte er, dass die tiefen Furchen, die die jahrzehntelangen Arbeiten, die hier vor dem Krieg stattgefunden haben mussten, ins Erdreich gegraben haben und die sich auch unter der Decke schmelzenden Schnees noch abzeichneten, hier und da von Spuren gekreuzt wurden, die nicht von einem LKW oder von einem anderen Arbeitsfahrzeug herrühren konnten. Sie waren zu schmal, zu dicht beieinander, auch waren sie längst nicht so tief. Neuer, frischer, vor kurzem, das war ein viel kleineres Fahrzeug. Er suchte noch eine Weile weiter und zermarterte sich den Kopf.
aber weder fand er etwas, noch kam er zu einer Erklärung, was die ungewöhnlichen Spuren anging. Irgendwann gab er auf. Einige Sekunden lang starrte er dann noch in Richtung Süden. Er konnte in dem Waldstreifen, den sie durchquert hatten, keine Bewegung wahrnehmen. Die Sprengfalle aus C4 in einem nagelgefüllten Stahlrohr, die vorletzte Ladung, die er noch bei sich hatte, und die letzte mit einem mechanischen Zünder, die er hinter der Gruppe ungefähr in der Mitte des Waldstreifens ausgelegt hatte, war noch nicht detoniert. Aber das hatte nicht unbedingt zu bedeuten, dass die Decks nicht da waren und näher kamen. Irgendwie hatte er das ungute Gefühl, dass ihnen die Zeit immer schneller zwischen den Fingern zerrann und ihr Vorsprung immer mehr zusammenschmolz. Er hoffte, dass er nicht schon wieder eine falsche Entscheidung getroffen hatte, indem er hierher gekommen war, anstatt sie weiter voranzutreiben. Er verließ das Dach eiliger, als er hinaufgestiegen war. Milan. Ruhig jetzt. Siehst du das? Das da auf dem Dach? Das ist der Geist. Milan hatte einen seiner beiden Scouts neben sich. Sie waren auf dem Bauch an die Baumgrenze gekrochen, darauf bedacht, nicht entdeckt zu werden. Milan hatte selbst die Hälfte seiner Jagdgruppe angeführt, die östlich der Spuren des Geistes und seiner Leute gegangen war. Jetzt, wo er in Sichtweite war und Milan spürte, dass die Jagd bald ein Ende haben würde, hoffte er inständig, dass Erik, der den zweiten Haufen anführte, keine Dummheit begehen und den Geist auf sich aufmerksam machen würde. Auch nur ein Mann, stellte Milans Handlanger fest. Da lag er richtig, aber ein Mann, der zwei Maschinenpistolen und ein Jagdgewehr trug. Sie mussten äußerst vorsichtig sein. »Er ist in Bogenschussweite«, dachte Milan. »Aber es wäre kein sicherer Schuss. Ein Pfeil mochte vielleicht weit genug fliegen, aber um den Geist mit einem einzigen Schuss sicher zu töten, nein, da musste man schon sehr viel Glück haben.« Milan drehte seinen Kopf nach links. Er suchte nach einer Möglichkeit, ungesehen näher heranzukommen. Er fand sie nach wenigen Sekunden. »Siehst du den verkrüppelten Baum?« »Links von dir, vielleicht 40 Meter.« Der Späher folgte seinem Blick. »Ah«, gab er eine knappe Antwort. »Dahinter ist eine Art Senke. Da gehen wir runter, dann schleichen wir uns ran an das südliche Gebäude. Dort versammeln wir uns. Unsere Hälfte kommt um die Westseite in den Innenhof, die anderen um die Ostseite. Dann haben wir sie in der Zange. Und das Beste... Sie werden keine Zeit haben, um zu reagieren. Wir werden mitten unter ihnen sein, bevor sie eine Chance haben, uns zu sehen. Ja, der Plan war großartig, beglückwünschte sich Milan im Geiste selbst. Er hoffte nur, dass seine Leute in der zweiten Gruppe auch ohne verbale Kommandos verstehen würden, was er vorhatte. Einen Moment überlegte er noch, dann entschied er sich, den Späher zur anderen Gruppe zu schicken. Das würde lautes Rufen obsolet machen. Er sollte sie instruieren. Milan spürte, wie die Erregung der Jagd von ihm Besitz ergriff. Nur zu gerne hätte er jetzt den Rest von Viktors Verräterzunge gegessen, um seine Nerven zu beruhigen, aber er unterdrückte den Impuls. Wenn sie den Wald erst einmal verlassen hätten, mussten sie noch ungefähr 40 oder 50 Meter offenes Gelände überqueren. Ein kritischer Punkt. Aber der Geist würde nicht ewig auf dem Dach bleiben, und wenn er dann wieder unten wäre, dann hatte ihre Beute keine Augen in dieser Richtung. Es musste einfach gelingen. Es musste. Milan kroch los, immer noch auf dem Bauch. Er würde den Geist erledigen, und alle anderen würden mit ihm sterben.